nous sommes les Kellerpilz. Voici comment se passe une journée pendant nos tournées. Also, es ist eigentlich schon schön, weil wir einen tollen Bus haben, wo große Betten drin sind. Also, es ist relativ bequem. Und wir haben auch einen netten Busfahrer und unsere Crew fährt ja zusammen mit uns. Es ist alles sehr entspannt. Also, wir haben viel Spaß mit den Leuten zusammen. Und, da können wir auf jeden Fall immer schön abchillen. Wir haben auch einen Fernseher da, wo wir PlayStation spielen können. Ab und zu schauen wir Filme an, vielleicht nach einem Konzert oder so. Also, es macht immer Spaß. Ist auch cool eigentlich, wenn man im Bus unterwegs ist und dann fährt man über die Nacht und am nächsten Tag wacht man in der. Fährt man über die Nacht, ja? Und am nächsten Tag wacht man dann in der neuen Stadt auf. Das ist super geil. Ja. Sehr gut, also wir sind ja jetzt schon sechste, siebte Mal auf jeden Fall hier in Paris und auf Tour ist es sowieso immer das Allerbeste. Wir freuen uns immer, wenn wir live spielen dürfen. Die Konzerte waren der Hammer. Auf jeden Fall, bis jetzt war alles super geil. Die Shows waren ausverkauft und die Fans hatten noch mehr Energie wie beim letzten Mal, hatten wir das Gefühl. Also es war super laut und haben sich tolle Aktionen einfallen lassen und richtig cool. Also es bedeutet uns auf jeden Fall viel hier zu sein und wir freuen uns auch, dass wir im Bus unterwegs sind und wieder rumfahren dürfen. Also es ist ja unser größter Traum, Touren zu spielen. Wir sind mal vom Radiosender heimgefahren irgendwie und dann ist uns Benzin mitten in der Pampa, also mitten auf irgendeinem Dorfweg. Ausgang, dann standen wir da mit dem Auto ohne Benzin. Mitten im Wald, kein Handynetz. Mitten im Wald, ja, kein Empfang. Es war schon dunkel und wir standen einfach da und hatten niemanden. Es war Vollmond. Keine Mama. Ja, es war schlimm für uns, aber auf Tour passiert eigentlich auch viel. Also es kam natürlich auch schon öfter vor, dass wir an bestimmte Clubs hingekommen sind, wo wir gespielt haben. Und die Fans haben die komplette Straße zum Club hin versperrt und da mussten wir uns was anderes einfallen lassen. Aber heute hatten wir schon eine gute Idee. Den Hintereingang. Genau. Es macht auch Spaß, aber natürlich nicht so viel Spaß wie Konzerte spielen, auf der Bühne zu stehen. Es gehört auch dazu und wir machen das auch gern, weil wir da den Leuten über unsere Musik und unsere Fans und so weiter erzählen können. Und es macht uns sehr stolz und von daher ist es für uns kein Problem. Und Fotoshootings machen eigentlich auch immer Spaß, weil man viele Klamotten tragen darf und das ist ja cool. Also dass man den richtigen Sound auf dem Ohr hat. Natürlich, man muss natürlich auch sich selbst gut hören. Wir versuchen dann auch als Band zusammenzuspielen. Manchmal schreien wir halt auch. Ja, klappt auch ab und zu. Manchmal spielen wir auch neue Songs beim Soundcheck und können da auch manchmal noch was proben, was vielleicht am Vorabend beim Konzert am Vorabend nicht so gut war. Das können wir da halt dann nochmal proben. Wir schreiben auch ab und zu Songs oder so. Habe ich schon gesagt. Genau, hast du schon gesagt, ja. Heute ist der Tag, er ist so dunkel, ist so schwarz. Und alles, was ich mir erhofft hab, zerstörst du ein letztes Mal. Leider ist es jetzt so weit. Wir hatten eine schwere Zeit. Und ich weiß, dir tut es wirklich leid, doch deine letzte Chance ist vorbei. Yeah.
unsere erste Autogrammstunde in Paris gehabt. In der Galerie Lafayette. Du meinst, dass es mir nicht so gut geht wie dir. Ich hab zwar keinen Pool, Platschbecken sind auch cool. Wer braucht schon Designer, Klamotten? Echt keiner, nicht jeder ist wie du. Hör einen Moment zu. Ich muss nichts ändern, Mann, weil ich auch ohne kann. Das hier ist der Beweis, dass ich auf Luxus scheiß. Wir sind das Größte für uns. Das ist uns so wichtig. Wichtiger als alles andere. Lieb mich oder hass mich. Wenn du mich schlägst, finde ich das fantastisch. Ich seh das nicht so drastisch. Denn ich lieb dich und du hast mich. Egal, lieb mich oder hass mich. Wenn du mich schlägst, finde ich das fantastisch. Ich seh das nicht so drastisch. Also, ich glaube, wir sind alle wie aufgeregte Hühner. Jeder springt rum und singt irgendwas. Oder Fabi macht immer. Und ich glaube gar nicht. Du spielst meistens immer Gitarre, hört immer Bullet from a Valentine. Und singt dann immer die ganze Zeit und ich muss dann immer rausgehen, weil ich auch was hören will von meiner Musik und dann. Also es ist immer, es ist auf jeden Fall lustig für Leute, die außenstehend sind. Aber man kann das auch alles zum Beispiel auf unserer Live-DVD sehen. Da sieht man auch, wie wir uns vor der Bühne halt verhalten. Und wir haben dann natürlich auch unser Ritual und dadurch ist es schon gespannt. Also das gibt uns dann allen Adrenalinkick und dann dürfen wir endlich raus auf die Bühne und das Konzert spielen und das ist dann das Beste. Hier ist mein Laptop mit Killerpilze-Sticker natürlich. Von hier aus beantworte ich die Fanmails und ich schaue auf killerpilze.siegforum.com. Hier bin ich auf dem Cover, das freut mich natürlich sehr. Rock on. Ja, stellvertretend für uns natürlich. Stellvertretend für die ganzen Killerpilze. Geladen, voll Power. Gespannt, aber einfach voll, wir haben voll Bock auf die Show, freuen uns voll und sind voll angespannt eigentlich. Wenn dann die Fans draußen hören, irgendwie über. Gelacht, ja. Und es pusht uns. Also es ist immer cool und da, wenn dann das Intro losgeht, dann habe ich immer richtig, da kriege ich einen Adrenalinschub und dann will ich einfach nur noch raus und ich bin erregt. Also ich glaube, wir fühlen uns alle auf der Bühne einfach wohl. Das ist wie unser Zuhause und wir lieben es einfach, wenn die Fans mitsingen, wenn sie tanzen, wenn sie schreien, wenn sie einfach, wenn man die Energie spürt, wenn wir den Fans was geben, aber es kommt auch was zurück und das fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an. Das sollte man mal ausprobieren. Wir freuen uns wirklich schon total, wenn wir zurückkommen. Wir können gar nicht oft genug Danke sagen. Merci, merci, merci.